Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem Life is Strange Theorien und Analyse Video. Wer hätte erwartet, dass noch was kommt? Es tut mir auch, muss ich mich gleich vorab entschuldigen, unsagbar leid, wie dieses Video nun letzten Endes aussehen wird und nicht wirklich strukturiert sein wird, denn ich war mit meinen Texten nicht zufrieden, die ich geschrieben habe, muss aber jetzt das unbedingt loswerden. Und weil ich keine Zeit habe, weil jetzt gerade 5:45 abends ist, wird es quasi auch kein Editing geben, welches unbedingt vor dem Release von Episode 5 raushauen muss. So, wie gesagt, Episode 5 steht vor der Tür im wahrsten Sinne des Wortes. Und es gibt noch ein paar Sachen, über die ich reden möchte, die sich auf nun Episode 5 beziehen. Das Ganze schwankt zwischen konkreten Möglichkeiten und Interpretationen. Fangen wir mit dem an, was nach dem Darkroom geschehen könnte, was ich als durchaus logisch betrachte. Und zwar, das wäre, dass Max in die Vergangenheit reist. Sie hat nun die Fähigkeit, in Fotos zu springen, auf denen sie zu sehen ist. Und es stehen zwei Fotos zur Auswahl. Das erste Foto wäre das Foto von dem Schmetterling, das sie in Episode 1 gemacht hat. Das heißt, sie müsste Chloe auffinden. Und man sieht Max in der Spiegelung des Wassereimers. Die Frage ist, ob die Spiegelung reicht, um dorthin zurückzuspringen oder nicht. Es wäre aber interessant, das heißt, sie könnte alles von Episode 1 von vorne starten, mit dem Wissen der Woche. Denn als sie den Sprung in ihre frühe Jugend gemacht hat, hatte sie auch alle Erinnerungen, was mit William passiert und was nicht. Das heißt, sie hätte einen unsagbar großen Vorteil. Das könnte auch die vorherigen Teaser-Trailer erklären. Im Übrigen an der Stelle, ich habe den Launch-Trailer noch nicht gesehen. Denn die Teaser-Trailer bestanden aus kleinen Zusammenschnitten von vorangegangenen Episoden. Eventuell ein Hinweis, dass man nochmal Schlüsselerlebnisse erneut erlebt in Episode 5. Wer weiß. Die zweite Möglichkeit, die ich persönlich für etwas plausibler halte, ist die, dass sie Warren aufsucht. Denn auch der gute Herr hat ein Foto, also ein Selfie von sich und Max gemacht, vor der Vortex Club Party. Das heißt, sie könnte immerhin zeitlich gesehen in Episode 4 zurückspringen. Und dort Vorbereitungen treffen, schon mal nicht zum Schrottplatz gehen, das wäre eine ziemlich weise Entscheidung. Nicht ihre Zeit damit verschwenden, Victoria zu warnen, sondern tatsächlich aktiv nochmal Nathan zu suchen, Jefferson auszuweichen und ihn eventuell schon aus dem Weg zu räumen. Das nächste wäre Symbolik. In Episode 4, die wir uns nun alle ungern erinnern, wurde Chloe erneut erschossen. Aber vorher, beziehungsweise als sie gefallen ist, gab es ein Close-Up auf ihre Kette, beziehungsweise auf ihre Anhänger, die nun drei Pistolenpatronen sind. Kann man jetzt auch doppelt deuten. Auf der einen Seite, dass diese drei Kugeln dafür stehen, dass Chloe im Verlauf des Spiels dreimal erschossen wird und somit definitiv am Ende sterben wird. Oder dass es drei One-Ups sind und sie zwei verwirkt hat und das letzte noch nutzen wird. Denn wenn ich ehrlich bin, glaube ich nicht, dass sie in Episode 5 nicht auftritt. Einige von euch stutzen vielleicht kurz. Ja, aber Chloe ist doch schon viel öfter gestorben und jein. Im festen Verlauf von Life is Strange stirbt Chloe bisher zweimal. Einmal in Episode 1 durch Nathan und in Episode 4 durch Jefferson. Alle Tode dazwischen, also die Kugel, die abprallt auf dem Schrottplatz, der Zug kurz danach im alternativen Universum. Und auch die Eskalation mit Frank, beides in Episode 4, sind optional. Die geschehen nur, wenn wir einen Fehler machen in unseren Dialogoptionen. Sie wird aber automatisch von Nathan erschossen, um halt die ganzen ihre Max-Kräfte zu kickstarten. Und von Jefferson, weil, keine Ahnung, weil das Spiel das wollte, mit so einem Cliffhanger zu enden. Bin ich Optimist und sage, dass sie drei Leben hat, oder bin ich Pessimist und sage, dass sie definitiv sterben wird? Keine Ahnung, um das Ganze mit dem definitiv Sterben nochmal ein Mühe weiter auszuführen, auch wenn es dafür keinerlei Beweise gibt, sondern ich einen Hang für Dramatik habe. Vielleicht muss Max sie ja erschießen. Keine Ahnung, ich wollte es nur in den Raum geworfen haben. Und nun das Letzte, auch tatsächlich das, worauf ich mich am meisten gefreut habe und meinen Stichwortzettel zur Hand habe. Man kann in allen Episoden, also 1 bis 4, jeweils Alyssa vor ihrem Schicksal getroffen zu werden, warnen. Also in Episode 1 ist das, glaube ich, die Klopapierrolle, in Episode 2 ist das ein Auto, das durch eine Pfütze fährt und so weiter. Und in Episode 4 bekommt man in der Vortex Club oder während der Vortex Club Party ein Zitat. Tolle Belohnung.
Das Zitat ist die letzte Strophe von Robert Frost's The Road Not Taken. Das ist im Übrigen ein Gedicht. In diesem Gedicht geht es um einen Wanderer, der vor einer Weggabelung steht. Er schaut sich beide Wege an und muss feststellen, dass beide gleich stark bewandert sind. Er muss nun einen wählen, weil er sonst nicht vorankommt, weiß jedoch, dass er den anderen wahrscheinlich nie begehen wird. In der Zukunft wird er erzählen, dass er den weniger frequentierten nahm und all das den Unterschied gemacht hat. Ich behaupte nun, dass es, wenn auch sehr vage, uns auf das Ende von Life is Strange vorbereitet. Also übertragen wir das mal. Max muss, ich gehe mal davon aus, dass es die letzte Entscheidung ist, eine Entscheidung treffen, die sich an sich drastisch unterscheiden, aber nicht auf den ersten Blick. Auf den ersten Blick sind sie wohl gleich schwer. Man muss es abwägen. Aber sie kann nur eine Entscheidung wählen. Das heißt, dass sie nicht die Zeit zurückdrehen kann und ich behaupte mal, dass sie diese Fähigkeit gegen Ende verlieren wird. Vielleicht auch zu Beginn, vielleicht weil sie unter Drogen gesetzt wurde. Who knows? Ich möchte nochmal kurz zitieren, beziehungsweise eine Übersetzung habe ich mir rausgesucht, von dem, was Alyssa zitiert hat. Die Übersetzung ist von Eric Börner, glaube ich. Es könnte sein, dass ich dies seufzend sag, wenn Jahre und Jahrzehnte fortgeschritten, zwei Straßen gingen ab im Wald und da wählte ich jene, die nicht oft beschritten und das hat allen Unterschied gemacht. Wichtig ist mir das Seufzen. Seufzen impliziert oft Reue und in diesem Fall einmal für den Wanderer, dass er nicht weiß, wie der andere Weg ist und naja, das gleiche zählt dann auch für Max, dass sie nie herausfinden wird, was passiert wäre, wenn sie sich anders entschieden hätte. Das heißt also, dass sowohl der Wanderer als auch Max mit der Entscheidung, die sie getroffen haben, bis in ihr Lebensende leben müssen. Es gibt nun also zwei Wege, und zwar einmal den, den wir beschreiten und einmal den, den wir nicht beschreiten. Es gibt kein richtig und auch kein falsch. Wir müssen nur am Ende des Tages lernen, mit unseren Entscheidungen zu leben. Beziehungsweise im Fall des Spielers zu warten, bis man Episode 5 nochmal neu startet. Außer, sie machen so eine Nummer, wie ein PS3-Spiel und Xbox 360-Spiel das gemacht hat. Ich werde jetzt nicht verraten, welches, weil das ein ziemlicher Spoiler wäre. Und sie löschen einfach am Ende den Speicherstand. Wäre mal eine Aktion. Das war nun auch alles, was ich euch noch erzählen wollte. Ich hoffe, dass es halbwegs strukturiert war, auch wenn ich das jetzt den Großteil aus dem Kopf gemacht habe und naja, für das Gedicht meine Stichworte hatte. Verlinken werde ich hier noch die Playlist für die Theorien und Analysen und Playlist von dem Let's Play, so ganz einfach, beziehungsweise den ersten Part von Episode 5, wenn er online kommt. Bis dahin wünsche ich euch einen schönen Tag und tschö, bis zum nächsten Mal.